Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Diesmal geht es um das Jägerpad Suraka und ich zeige euch, wo ihr diese Geisterbestie bekommt. Diese Geisterbestie treibt sich unten im Uferwurzelbereich rum und habt dann eine kleine Laufroute in dem Gebiet, wo wir zum Beispiel am Anfang starten. Was ihr machen könnt, ihr geht einfach auf diesen Bereich und sucht nach Spuren. Die Geisterbestie läuft im Stealth rum und hinterlässt alle 3 Sekunden eine Fußspur, also so eine Tatze. Wenn ihr die Spuren habt, lauft ihr bis an die Spitze. Denkt dran, ihr braucht Leuchtfeuer, Mal des Jägers, Eisfalle und natürlich Platz im Inventar. Wenn ihr die letzte Spur gefunden habt, ihr seht ja gerade, ich lasse meine Tiere hier frei, dann benutzt ihr das Leuchtfeuer, um den Tiger zu spotten. Da war ich ein bisschen spät dran. Jetzt warte ich nochmal, bis nächste Tatze kommt und dann setze ich das neue Leuchtfeuer. Im Prinzip ist es so, ihr setzt das Leuchtfeuer, die Katze ist da, Mal des Jägers drauf, damit er nicht ins Stealth gehen kann, Eisfalle drunter und dann zähmen. Spawn-Timer habe ich jetzt nicht für euch. Ich hatte jetzt jedes Mal Glück, dass er da war. Ich habe ihn mir 2-mal geholt. Auf jeden Fall ein sehr schönes Tier. Gehört halt auch zu den Geisterbestien. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Wünsche euch jetzt viel Spaß beim Farmen dieses Tiers. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also bis dahin. Tschüss.